Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro 3. Wir bekämpfen jetzt den dunklen Kern, der so dunkle Energie erzeugt und so überhaupt, und den machen wir jetzt irgendwie platt. Wie, weiß ich noch nicht. Vermutlich irgendwie und so. Ja, dunkler Kern. Findet ihr nicht im Obst? Können wir, so, ich muss also hier. Kristalle könnten, zerstört sie. Ich halte das bald nicht mehr aus. Wow. Tut ja auch weh. Süße Götter des Lichts, das ist es. Oh, ein Splitter. Du weißt genau, was mir gefällt. Oh, Geiststufe 2. Halt auch um hier. So was. Au, die hauen aber auch rein, die Scheiße, ja. Nähere dich dem Feind und exekutiere ihn dann! So. Vernichtet sie! So, komm her, warum? Warum komme ich nicht durch das Schloss durch? Muss ich irgendwas anderes kaputt machen erst? Muss man ja mal sagen hier. Kann ja keiner riechen. Au. So, hopp, 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 hopp. Das kann ich nicht kaputt machen. Ach, hier unten. Sie aus. Was? Der dunkle Kern kann nicht versagen. So, komm, wir nehmen gleich die Abkürzung hier. Unzerstörbar. Haha, das denkst du. Das stand so auf der Packung. Aua. So, Blumen. Lass sie aus. Okay, komm hier, dunkler Kern. Das war's mit dem dunklen Kern. Aua! Rüstung verbessert, Level 3. Sehr schön. Wow, ich fühle mich fantastisch. Und da der dunkle Kern zerstört ist, kehrt das Leben zurück. Das ist schön. Ihr könnt stolz auf euch sein. Bin ich doch. Sein Zorn wird euch verfolgen. Schlimm wird sein Missfallen sein. Er wird fürchterlich genervt sein. Wartet's nur ab. Naja, ich mag keine Nervbolzen. Was soll's, machen wir da auch platt dann irgendwann. Aber jetzt geht's erstmal hier raus. Sind doch ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. In durch die Burg von Palambron. Hehe. Plim, 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 plim. 16.000, noch was, okay. Einen neuen Auftrag erledigt. Wuhu. Rüstung haben wir erweitert. Wuhu. Kampfmagierstufe erhöht. Sehr schön. Ach so. Ich sehe gerade, die kriegt wohl immer mehr angezogen, wenn sie Rüstung hat. Hm, Mist, dann sollten wir die Rüstung nicht mehr erweitern. Dann ist ja gut, dass wir die Rüstung erweitern und so. Okay, erstmal hier bestätigen. So, Fähigkeiten und Ausrüstung, Kampfkünste geht noch nichts, weil wir ja hier erst mit Level 20 weiter können. Göttliche Aura, da können wir aber jetzt endlich was machen, weil wir Level 15 sind, eben doch nicht. Na gut. Kettenblitz könnten wir. Aber Kettenblitz, da habe ich noch nicht so gewollt. Nee, nee, nee. So, Fertigkeiten selber, ausweichen, nee, können wir auch nichts machen. Rüstung selber, können wir da? Können wir da? Nee, können wir nicht? Können wir doch? Können wir doch. So, Salben halten Träger am Leben, besitzen 20% weniger Gesundheit. Besitzt er weniger 20% Gesundheit, gewähren Gesundheitskugeln ihm 50% mehr Gesundheit, ne? Siehst du. Nehmen wir natürlich mit. Zurück. Mit der Rüstung Level 3, den Zorn der Götter, wann können wir den wieder auf Level 20? Okay. Ich kann ja jetzt nochmal in die Fertigkeiten rausgucken, nachdem ich gemerkt habe, aha, Level 19. Ich könnte es mir ja mal merken, aber ihr kennt mich ja. Wann kann ich mir schon mal was merken? So, zurück, zurück, zurück. Ausrüstung haben wir, Waffengeister, ja, jetzt gibt es den Kampfmagier auf Level 2. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 20% einen Kettenblitz auszulösen, okay. Der viermal überspringt und 58% der Schaden einer Angriffskette von, aber Energiekugeln geben weniger Energie. Was auch nicht so schlecht wird. Also mit dem Kampfmagier haben wir ja auch schon eine Weile durch die Gegend gelevelt, aber ich bin erstmal zufrieden mit meiner Dämonin, denke ich mal. Warum kann, achso, hier Kettenblitz, das Häkchen, okay, raus. Hier mal reingucken. Alles da, ja, alles da. Wunderbar, Speichervorgang, So oft wieder speichert hier. Spielerprofil.
die... Achso, da sind wir ja schon. Okay. Na dann, würde ich sagen, auswählen. Und geschändetes Mausoleum. Ja, Untote lauern in diesem alten Verlies. In diesem alten Verlies. Wir haben bereits Männer darin verloren, aber einige Überlebende sprechen von einer geheimnisvollen Waffe. Versucht sie zu bekommen, wenn ihr es wagt. Ich wage. So, na los, komm. Put, put. 3, 2, 1. Besser als keins. Ich warne euch, macht mich nicht wütend. Wieso denn? Zu spät. Ach so, die redet mit den Mobs hier. Die redet mit den Viechern, na dann. Wo sind die alle? Ach so, sind schon in der Mitte gelaufen. War ich wieder zu voreilig, was? Huch. So, und hopp. Hallo. Schergen der Unterwelt. Ich dachte, wir hätten euch platt gemacht. So, was? Reißt sie auf! Sauber. Schnappt euch die Belohnungen, bevor ihre Freunde aufkreuzen. Ja, warum ist denn da die Hälfte runtergefallen? Seid ihr denn nicht ganz klar im Kopf? So. Gesehen, dass da eindeutig was runtergefallen ist. Das liegt unten. Oh. Das war ja mal eine Menge. Hat denen nun nichts genützt. So, okay. Sieht das schön aus hier. So, komm. Ja, weg. Put. Auch hier immer weiter Professor drauf hier. So macht man das. So war's aber das. Ihr müsst es nochmal machen. Ja, sobald ich die Belohnung eingesammelt habe, ich kenne das ja. Alles meine Belohnung. Da pupst schon wieder der Dämon, der gesagt hat, okay, es geht weiter. Hm. Ja, ich habe die Belohnung unten absichtlich vergessen, da gehen wir jetzt hin. Wir schnetzeln uns einfach runter, habe ich beschlossen. So, hopp. Nee, die ist schon weg. Manu! Ich dachte, die bleibt doch liegen. So, jetzt. Lalalalalala. Noch was da? Ja, da ist noch was. Meine Herren. Eine Welle weniger. Aber die nächste wird nicht weit sein. Ja, jetzt gehen wir hier runter und holen da das Zeug. Und dann hier hin und da das Zeug. Und jetzt gehen wir hier rüber und holen da das Zeug. Jetzt haben wir wieder alles. Damit wir nichts vergessen hier. So, komm, fall um. Fall um. Dass der auch nie hören kann hier. Oh, da unten. Oh, hier drüben habe ich einiges zum Schnetzeln. Oh, das ist schön. Und hier. Zack, 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 zack. Alle platt. Du auch. Und du erst recht. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Nein, nicht noch mehr. Nur eine Welle noch. Eine einzige. Nicht noch mehr Wellen. Das kriegen wir aber hin. Guck, hier nur noch hier oben einsammeln und dann geht's schon los. Zack, zack, zack. So. Vielleicht den nächsten ausgelöst, habt ihr ja gesehen. Weil wegen besser. Bei den vielen Matschen hier hält mir doch schon ein bisschen was im Leib. Zack, 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 zack. Ich schnetzel alles platt. Über Stock und über Stein hau ich allen eine rein. So. Muss ja langsam mal gut sein hier. Diese komischen schwebenden Spinnen, die nerven. Aber
Nicht mehr lange, dann wird's wieder gelüftet. Lololo. So, hopp, hopp, hopp. Und das nicht zu knapp und hier auch. So, okay. Hopp. Exekutieren. Wuhu. So, okay. Hallo, hör mal auf da. So, jetzt aber. Müsste jetzt auch gewesen sein. Ah, nee, guck mal, da sind noch ein paar. Hopp, hopp, hopp. Didop, didop, didop. So, magischer Wächter erhalten. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir gleich herausfinden. Hm. Vermutlich eine Art Magie. Kreis, der irgendwas kreist markiert. Keine Ahnung. Geschändetes Mausoleum-Auftrag. Abgeschlossen. Blum. Endpunktzahl 7120. Ja, 71.200 besser gesagt. So, magischer Wächter, was auch immer der macht. Können wir ja gleich mal gucken. Item Shop. Hier ist er. Ruft ein magisches Wesen, was das Feind im Umfeld angreift. Juhu, endlich mal Verstärkung. Verstärkung ist gut. Verstärkung ist fein. Haben wir schon einen? Ja, wir haben schon einen. Schließen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was haben wir noch? Hier oben haben wir noch eine kleine Nebenmission, die machen wir nebenbei mit. Staubweite. Es gibt Gerüchte, dass ein Feind in diesen Ruinen der Staubweite eingedrungen ist. Er baut ein Artillerielager auf, um Flüchtlinge zu terrorisieren. Schaltet die Feinde nicht. Schaltet die Feinde aus, nicht die Flüchtlinge. Also schaltet sie aus, die Feinde, nicht die Flüchtlinge. Da steht's ja nochmal hier. Naja. Ich kann halt nicht schließen, wisst ihr ja. Bam. Besiege alle Feinde. Okay. Bereit? Die werden es uns nicht leicht machen. Das macht nichts. Ich will sie auch nicht so leicht haben. Ich bin schon eine Level 15 Seraphim. Nichts kann mir im Weg stehen. Niemand kann sich mir widersetzen. Leider kriege ich immer mehr Klamotten. Das ist schlecht. Das Gute bei den Seraphim ist doch, dass die eigentlich so wenig anhat. Habe ich nicht gesagt. Jemand anders war's. So, hier, komm mal weg, ja. Hör auf, mich zu hauen. Ich hau dich gleich mit, ja. So, was hier. So, was haut die hier? Hau jemand anders. Power Move, genau. Jetzt hau ich mal zu. Lalalalalala. Jetzt hab ich dich. Jetzt oh, ein Zwerg! Vielleicht was? Aber ja. Da kommen noch mehr. Na, das hätte ich doch gehofft. Weil das war jetzt doch ein bisschen langweilig sonst. Hopp. Und hier, alles einsammeln. Nicht, dass wir was vergessen. Siehst du, da ist schon wieder was. Nehmen wir auch noch mit. Auf jeden Fall ein neuer Waffengeist. Den können wir uns mal angucken, den Zwerg. Und hier. Ja. Zack, 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 zack. So, fall um hier. Wolltest du mich auch noch hauen hier? So, was ja. Nicht jetzt. Wollte mich verhauen hier. Mich. So, was. Okay. Du auch, komm. Warum? 1:0 für den Widerstand. War's das schon? Ernsthaft? Leute, hier oben hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber nein. Na gut, machen wir auf. Schlapp, 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 alles einsammeln. Haben wir alles? Jawohl, wir haben alles. Dann geht's raus. Auftrag abgeschlossen, Staubweide! Mhm. Bestätigen. Auftrag erledigt. Zwerg erweckt. Sonst nix. Na gut. Wir können uns den Zwerg ja mal schnell nochmal angucken. Bestätigen, Spielerprofil. Nicht hier. Fertigkeiten und Aufrüstung, Waffengeister, wo ist er denn?
Zwerg, Zwerg, Zwerg. Muss ich hier umblättern? Nö. Ah, da, Zwerg. Huatan-Zwerg lebt eins an Mauern zu Ragnar, keine Ahnung, ist mir egal. Bei Angriffen besteht eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit von 30% für kritische Treffer. Der Schaden durch kritische Treffer wird um 15% erhöht. Der erschüttene Schaden wird um 20%. Nee, danke. Tut mir leid, du Zwerg. Du bist nix für mich. Ich würde mal sagen, wir gehen dann raus und beenden auch eiskalt mal die Folge hier drin. Dann kann ich auch mal quasi die Aufnahme kurz beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Oder auch in der nächsten Folge. Bis morgen. Bis denn. Tschüss.